und noch ein Lock. Hier war gerade, hier ist der Bone irgendwas. Ah. Wenn man ihn hier vorne killt, dann kriegt man noch so eine komische Shotgun. Aha. Nee, nicht Shotgun. SMG. Und die ist irgendwie irgendwas mit drin. Okay. Die feuert ganz komische wellenartige Schüsse ab, die habe ich jetzt gerade gekriegt. Ist das nicht TK Bahas? Nein, nenn ich die, nicht mit so einer Welle. Ach so. Das sind so. Ja, die taumeln so durch die Gegend, die Schüsse. Okay. Und setz dich auf den Stuhl. Man sieht sich. Es weht ein Wind aus Blei, stimmt, genau so heißt es. Ach, die. Das ist. Dann ist das die von. Bone Shredder. Ja, genau, von. Wie heißt der denn noch gleich? War das Nine Toes? Nein. Nine Toes war der in. Dem Ding nebenan. Ach scheiße, jetzt fällt mir nicht ein, wie der heißt. Aber das war hier auf jeden Fall sein Gebiet. Genau. Sackfresse. Nennen wir ihn einfach Sackfresse. Ja gut, heißt er jetzt Sackfresse. Wollen wir mal zu TK Bahas Hütte? Wollen wir machen. So, ich habe auch eine neue Schrotflinte. Die hat zwar jetzt keine Säure mehr. Da muss ich dann, wenn es wieder gegen Robos rangeht, wechseln. Aber sie macht mehr Schaden. Critical. Eine Waschmaschine. Ach, schön hier alles. Ah, da vorne ist doch auch der. Hier Dings. Pisswash. Pisswash. Oh ja. Oh ja. Hier war die Arena, die eine. Gibt's die immer noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, führt ins Nichts. Ach ja, sind ja resistent dagegen. Nun muss neue Stärke her. Wünsch mir Glück und Kraft. Sehr schön. Die haben so eine Motorhaube vorne ja. Drauf. Da müssten eigentlich Items drin sein. Eigentlich ja, ich habe auch gehofft. Aber leider ist dem nicht so. So, und ich glaube, die SMG, die ich hier habe, die ist mir ein bisschen zu schwach, muss ich ja sagen. Deswegen gucke ich mal da nach einer Alternative. Ja, komm, hier nehme ich da meine Säure-Schrotflinte. Habe ich Sniper, Raketenwerfer und zwei Schrotflinten einfach. So, ich will mal zu TK Bahas Haus, wenn es das noch gibt. Ja, das dürfte hier sein. Da ist es. Und da ist die Pisswash. Mehr oder weniger. Oh, verdammt, die haben mich gekillt. Egal. Juhu! Juhu! Level up! So muss das laufen hier. So muss das laufen. Dann würde ich mal sagen, setze ich mal einen Skillpunkt, wie ich schon gesagt hatte, da rein. Dann habe ich da nämlich 5 von 5 und habe 40% kritischer Trefferschaden. Irgendwo ist ein versteckter Hebel, mit dem du in Teddys Keller gelangst. Okay. Teddy hat seine gesamte Echo-Korrespondenz aufbewahrt. Geil. Wie anscheinend viele Leute auf Pandora. Such einen Beweis dafür, dass Hyperion seine Entwürfe gestohlen hat. Dann verklage ich sie in Grund und Boden. Nice. Allein schon, wie wahrscheinlich viele Leute auf Pandora ja. Und überall Echos findet. Ja. Hier sind ganz viele Kästen. Tja, der erste Tag auf Pandora. Meine Frau ist nicht sehr glücklich über den Umzug, aber es wird bestimmt alles gut. Jetzt beginnt unser neues Leben. Da war ja noch guter Dinge. Noch nicht verbittert oder so. Ja, meine Frau.
Frau ist tot. Das war ja auch... Oh, verdammt, meine Frau ist tot. Iridium, Muni... Alter Schwede. Der hatte hier aber einen ganz schön fetten Keller. Marianne wurde von einem riesen Skag namens Scar gefressen. Ah, Scar, da hatten wir ja auch eine Mission. Mit Ladyfinger, der niedlichen kleinen Waffe, die ich für sie gemacht hatte. Und dann nehme ich Rache. Du bist nicht umsonst gestorben, Marianne. Willst du einen Sniper haben, der 1200 hat? Jo. Scar hat mich geblendet und mein Bein gefressen. Immer diese ganz kurzen Kommentare. Scar hat mein Bein gefressen. Mr. Baha, wir von Hyperion finden die Entwürfe für ihre Wave Rifle derart gelungen, dass wir beschlossen haben, sie uns anzueignen. Unsere Auftragskiller sind auf dem Weg zu ihnen nach Isolus. Unter uns, Mr. Baha, ich würde Ihnen raten, das Sonnensystem zu verlassen, ehe Sie eintreffen. Super, das wollte ich hören. Wenn du jetzt die geraubten Waffenpläne zurückbringst, bekommst du die erste Waffe, die mein Onkel mir je gab. Geil. So, was ist mit der Sniper? Welche meintest du? Wo ist die? Ich geh gleich hin. Ah, achso, okay, cool. Ich verkaufe eben nochmal ganz kurz Schrott. Die behalte ich nochmal. Ja. Meine ist ja aber jetzt besser, wobei das war die, die geredet hat, ne? Ah, egal. Was weg ist, ist weg. Alter. Schlechter. Da. Achso, wir müssen deinen Plan noch aufsammeln. Wo lag denn der? 130 kritischer Treffer, das heißt, wenn ich damit. Hier, glaube ich. Alter, was geht ab? Nice, ich hab den Plan. Nein. Solltest du die geheimen Unterlagen der Hyperion Corporation wiederbeschaffen, werden wir dir mehr bieten als Mr. Bahas Nichte. Zum Beispiel eine schöne Hyperion-Ausrüstung. Okay, voll gebackt. Hör nicht auf diese Hyperion-Diebe. Wir wissen beide, dass mein Onkel Gerechtigkeit verdient. Und ich biete dir die erste Waffe, die Onkel Teddy für mich gebaut hat. Okay, die Frage ist jetzt, bringen wir das Ganze Hyperion oder an die Nächte? Was meinst du? Ach, nehmen wir die Nächte, wir sind nett. Ja, ne? Finde ich auch. Hoffentlich gibt sie uns keine Wave-Waffe, die sind voll kacke. Ja. Ups. Alter, besser halt hier. Guck mal nicht rum. Da unten war immer Geld drin. Im ersten Teil. So, ich bin mal gespannt, was wir kriegen. Die erste Waffe, die er gebastelt hat, oder? Einfach in der Sonne Lust wandeln, in meinen Echo-Recorder quatschen und hoffen, dass mir keine Skags auflauern und meine Waffe vierteilen und fressen. Oh, verkackt. Tja, verkackt, was? Uff, Skags haben eine Waffe gefressen? Schwer zu sagen, welches von den hässlichen Viechern sie hat. Geh einfach auf Skagjagd und hoff das Beste. Angel, ah, geil, Waffe zusammen. Nachricht zu demjenigen, der die Bauarbeiten draußen im Nexus koordiniert. Egal, was passiert, sorg dafür, dass die alte Banditenstadt Firestone, heißt sie, glaube ich, sorg dafür, dass sie stehen bleibt. An diesem dreckigen kleinen Rastplatz hat alles begonnen. Und noch was. Ich möchte auf die Firmenagenda setzen, dass wir ihren Namen von Firestone in Jackville umbenennen. Ich will diesen Banditen-Bastarden Salz in die Wunde streuen, verstehst du? Ich will, dass diese Kammerjagen-Dreckskerle sehen, was ich mit diesem Ort angestellt habe. Ich will, dass ihr für ihr Versagen steht. Sie konnten weder New Haven noch Firestone beschützen und sie können keinesfalls Sanctuary beschützen. Alles klar, du rauschst gerade wieder extrem. Ich sag gar nichts. Nee, rauscht trotzdem ein bisschen. Vielleicht weil du. Ist ja auch nicht. Sonst dreh ich gleich mal die Dezibel-Dingsbumszahl runter. Ja, dann verstehe ich ja gar nichts mehr von dir. Lass einfach so. Das ist nur, wenn du ab und zu ein bisschen leiser bist, dann. Ja. Hört man. So. Ja, dann sage ich jetzt alle 3 Minuten was. Jo.
Danke. Hyperion wird Milliarden an Anwaltskosten blechen müssen, wenn das vor Gericht geht. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr bieten kann. Dieser Ladyfinger kann richtig böse zustechen. Ladyfinger? Ja. Das war auch die Waffe aus dem ersten Teil, die man direkt bei dem ersten Grab gekriegt hat. Ja, aber ich glaube, das ist Deferred Lady Fist, nicht Finger. Das ist Lady Fist, nicht Lady Finger. Ja, aber wie gesagt, es gab eben den Lady Finger und das ist wahrscheinlich so eine, ich wollte gerade Remark sagen, so ein Easter Egg aus dem ersten Teil. So, welche packe ich weg? Die macht mehr Schaden, die hat Säure. Sonst habe ich keine Säurewaffe, also kommt die da auch schon wieder weg. Will ich mal ausprobieren, die Pistole. Die sieht sogar aus wie die, Ladyfinger aus dem ersten Teil. Feuern erhöht Zielgenauigkeit. Ich hasse diese Waffen. Naja, gut, geht. So, was haben wir denn hier noch für Missionen überhaupt? Zu wissen, den man töten will. Beschaffe im Nexus alles über Jack, das du finden kannst. Okay. Machen wir die Mission einfach eben noch dazwischen an. Die ist auch Level 28. Mal ein bisschen mehr hier über Jack erfahren. Ja. Ne? Zack, zack. Da haben wir es ja schon. Roll it. Zed, wenn du das hörst, antworte dringend. Link ist heute zurückgekommen und hat mir gefälschte Bilder. Ach du Scheiße, Saturn! Stadt brannte, viele Leute. Holy Scheiße! Link sagte, sein Boss hätte Holy Scheiße? Ja. Weil die Einwohner sie nicht verlassen wollten. Natürlich weiß ich, dass die Bilder Fälschungen sein müssen. Wenn du Säure hast, dann Säure. Nimm alles an Säure, was du hast. Schon dran. Ihr hättet diese Toten ja davon abgehalten, die Stadt einzunehmen, stimmt's? Das schaffe ich nicht. Ja. Aber ich bin unter der Brücke. Das ist gut. Lebe ich dich mal wieder. Oh, da ist ein Fahrstuhl sogar. Allein schon, wenn du mich wiederbelebst, hast du ein Herz über dem Kopf. Ja? Ja, so ein Klammer auf 3. Geil. Auch wenn du gerade in der Karte. Alter, was feuert das denn da für Dinge ab? Alter, was das für Schaden macht? Ganz ehrlich, ich hau da mit meinem Raketenwerfer drauf, das macht mehr Schaden. Ja, macht mehr Schaden, macht am meisten Schaden, ich hab nur nicht. Leider vom Feuerraketenwerfer. Wie geil. 10.000 Feuer für die Rakete, 10.000 Raketenschaden für den Raketenwerfer, der geschossen wird. Geil. Also mache ich theoretisch so oder so mal 2 Raketen. Alter Schwede. Nein! Scheiße, hast du ihn gekillt. Verdammt! Beiß auf die Zähne! Du hast einen gut bei mir. Vielen Dank. Go, go, go! Juhu. Was wieder ist, was Blaues. Mal schauen. Eine Assault Rifle und. Eine SMG. Eine SMG. Ne. Und der also, ich würde einfach. Eine zum Verkaufen nehmen. Ich würde die Assault Rifle sonst ganz gerne mal testen. So, ich habe ja gerade Lead Wind oder wie das Ding heißt, aber. Ja, ich nehme einfach die anderen beiden. Ungenau. Und verkauf sie oder so. Mal schauen. So, wenn ich richtig im Kopf habe, ist das hier der Anfang. Und auch das Ende vom letzten DLC dagegen Ultra. Deshalb kam wahrscheinlich auch gerade Saturn, weil das auch so ein Riesenbot heißt. Genau, hier hat alles angefangen im ersten Teil. Und ist hier da oben auf dem Dach noch die Waffenkiste? Genau, das wollte ich nämlich auch gerade mal nachgucken. Da ist nämlich das nächste Tag. Ah. Hopp. Hopp, ich weiß noch genau, wie man hier hochkommt. Jawohl, hier ist eine Waffenkiste. Alter, jetzt rauschst du gerade richtig heftig. Irgendwas Tolles? Achso, mein allererstes Mal.
Wie geil. Geil, eine Trophäe hat das sogar gegeben. Nicht schlecht. Oh, fuck, was? 1200? Ganz ehrlich, ich will die mal kurz ausprobieren. Mach, aber ich glaube, das ist ein Raketenwerfer. Alter, der feuert zur Abfall.